Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Von Leiten Skyline. Der vergangene Monat März ist nicht nur jener Monat, in dem die Zeit umgestellt wird, sondern auch jener Monat, wo der Frühlingsbeginn stattfindet, und zwar genau am 21. März. Und am 21. März hat auch der Tag des Waldes stattgefunden. Und dieser wurde von Landesrat Johann Seitinger, der zuständig für die Land- und Forstwirtschaft ist, im Rahmen einer Pressekonferenz in Von Leiten zelebriert. Von Leiten ist ein ausgezeichneter Wirtschaftsstandort in perfekter Lage, mitten im steirischen Zentralraum. Kaum zu glauben, dass 82% der Fläche von den insgesamt 154 Quadratkilometer Gemeindefläche mit Wald bedeckt sind. So kam es auch nicht von ungefähr, dass Landwirtschaftslandesrat Johann Seitinger die Pressekonferenz zum Tag des Waldes am 21. März in Von Leiten abgehalten und dabei das Thema der Nachhaltigkeit ins Zentrum gestellt hat. Na, grundsätzlich muss man ja mal sehr klar und deutlich sagen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft kommt. Nämlich, nimm nicht mehr aus dem Wald heraus, als wieder nachwachsen kann. Und mit diesem Begriff, der jetzt im 21. Jahrhundert in großer Mode ist, wollen wir natürlich auch einen nachhaltigen Wald weiterhin bewirtschaften, dass unsere Enkel, Urenkelkinder auch die Möglichkeit haben, hier noch einen Nutzen daraus zu ziehen, diese wichtige Schutzfunktion zu leben, die der Wald ja auch hat, im Schutz von Siedlungsräumen und vielem mehr. Die Wohlfahrtsfunktion, die sozusagen die Art Lunge ist, die der Mensch braucht. Der Wald filtert ja sehr viel an Staub, an CO2 und atmet so quasi wie ein Mensch. Damit können auch wir hier leben. Und die dritte Funktion, und das sollte man auch nicht vergessen, ist die sogenannte Erholungsfunktion. Viele Menschen brauchen den Wald auch, um sich zu entspannen. Für Paul Lang, seines Zeichens Obmann von Pro Holz, ist Von Leiten eine Vorzeigegemeinde im Umgang mit Wald und Holz. Ich freue mich jedes Mal, nach Von Leiten zu kommen, weil da ist eine Zukunftsfitness, sage ich mal. Ich sage, der Holzweg führt nach Von Leiten so langsam. Der steirische Holzweg endet nicht hier, sondern beginnt hier. Ihr baut in Holz, ihr verwendet Holz in vielerlei Bereichen, im privaten und öffentlichen Wohnbau, aber ihr führt auch die Kinder in den Wald. Ihr lehrt den Kindern den richtigen Umgang im Wald mit der Natur. Und das sind Dinge, die eigentlich eine Stadt braucht für die Zukunft. Es sind in der Tat Zukunftsthemen, die in Von Leiten kein Lippenbekenntnis sind, sondern entsprechend angepackt werden. In der Steiermark sind es 55.000 Arbeitsplätze, die auch nachgelagert von der Wald- und Forstwirtschaft abhängen und den wertvollen Rohstoff Holz weiterverarbeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auch Zeichen setzen und sagen, auch diesen Wald näher zu bringen. Näher zu bringen in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt da heißt Waldwissenweg im Hintergrund mit den vielen verschiedenen Funktionen, die der Wald hat, bis hin zu dem, dass der Wald ein Wirtschaftsfaktor in Von Leiten ist. Wir haben große Betriebe bis kleine Betriebe von Waldbauern, die davon leben, die einfach den Wald als Arbeitsplatz haben und damit aber auch quasi den Wald hier in die Wirtschaft einbringen. Das heißt, Holz als Baustoff, wie wir es ja auch schon nutzen in der Gemeinde, wie wir es gehabt haben 2017 mit dem Umbau des Kindergartens, wo wir den Zubau in Holz gemacht haben, wo wir auch versuchen in allen Bereichen, wo es um Wohnbau geht, wo es darum geht, um der Spar, der im Bereich vom Bahnhof gebaut und ist ein Holzbau, oder der Wohnbau in der Gartengasse von der Enstal ist ein Holzbau, wo wir Einfluss nehmen können, sozusagen Holz als Baustoff zu nehmen, dort auch diesen anzuwenden. Und das gelingt sehr gut in der Kooperation. Und wenn man sich anschaut, was in Zukunft passieren wird, dann wird auch das Holz immer wieder in den Holzbau kommen. Zurück zum Wald als Erholungsraum, wo es für die Besucher auch um Rücksicht im und für den Wald und auch jene, die ihn bewirtschaften, geht. Und da kann die Lösung nur ein Miteinander sein, wo man Verständnis für die Situation, für die Herausforderung des anderen aufbringt. Also wir verstehen natürlich, dass die Leute aussehen wollen in die Natur genießen wollen und Erholung brauchen, aber wir bitten auch um Verständnis, dass der Wald unser Eigentum ist, dass wir vom Wald leben, dass wir den Wald bewirtschaften, den Wald aber auch bewirtschaften müssen, denn nur der bewirtschaftete Wald funktioniert und der wirtschaftete Wald erfüllt alle Funktionen. Schutz des Wassers,
Schutz vor Naturgefahren, Steinschlag, gerade in einem so engen Tal wie Frontleiten, wo die Infrastruktur, die Eisenbahn, die Autobahn, die Straßen neben den Hängen vom Wald geschützt werden. Man möchte sich nicht vorstellen, wenn es da nicht den Wald gäbe, was künstliche Schutzmaßnahmen, wie man es ja auch in höher gelegenen Gebieten, Lawinenverbauungen sieht, was das kosten würde. Diese Funktion übernimmt der Wald. So die klare Aussage von Vizebürgermeister Hannes Pirstinger, selbst Waldbauer und hoher Funktionär im Steirischen Waldverband. Unterm Strich dürfen wir uns in Frontleiten sicher glücklich schätzen, in so einer fantastischen Umgebung leben zu können. Im Monat März hat es nicht nur den Tag des Waldes am 21. März gegeben, sondern bereits am 8. März hat der Weltfrauentag stattgefunden. Für das Jugendzentrum von Leiden die Gelegenheit, gleich den ganzen Monat unter das Zeichen der Gleichberechtigung zu stellen. Den Weltfrauentag am 8. März nahm das Jugendzentrum von Leiden zum Anlass, nicht nur eine punktuelle Aktion zu machen, sondern dem Thema wesentlich mehr Raum zu geben. Zu der Idee inspiriert hat uns eigentlich das Bündnis 0803. Die haben dazu aufgerufen in ihrem Call Anfang des Jahres, dass man dem Weltfrauentag nicht nur den einen Tag, den 8. März, widmet, sondern eben einen ganzen Monat. Wir haben uns dann mit den Jugendlichen gemeinsam eigentlich dazu gesetzt, dass wir gemeinsam planen und ja, da sind ganz tolle Dinge entstanden. Die Gestaltung der Auslage am Hauptplatz 24, die von Uli Gollesch zur Verfügung gestellt wurde, ist dabei ein wichtiges Zeichen im öffentlichen Raum. Dennoch ist weiterer Aktionismus gefragt. Lea, eine der Teilnehmerinnen an der Demo am 8. März, erklärt ihre Beweggründe, mit dabei gewesen zu sein. Also ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen, weil genug Menschen noch immer ungerecht behandelt werden und eben auch Frauen in vielen Bereichen. Und wir haben halt alle dieselben Werte und auch die Möglichkeit, die Welt von morgen zu gestalten und zu verändern, damit wir alle in uns selbst den wahren Frieden finden. Im März stehen im JUTZ weitere Aktivitäten dazu am Programm. Dann haben wir des Weiteren noch eine Kleidertauschparty geplant, die dann nächsten Freitag über die Bühne gehen soll, wo wir eventuell auch überlegen, also Spendenaktionen auch im Zuge für Ukraine lukriert werden sollen. Also ist jeder auch gern eingeladen, da alte Sachen, die was nicht mehr gebraucht werden, vielleicht auch zu spenden. Ja. Und das Letzte, was wir noch im März dann geplant haben, ist eben ein Debattierabend, der von einer Jugendlichen von uns ausgeht, von der Emma, und den sie dann moderieren wird. Und Emma möchte die Jugendlichen mit unterschiedlichen Gesichtspunkten auseinandersetzen. Da gibt es dementsprechend Vorbilder, vor allem in Social Media, denen sie nachstreben oder deren Musik sie hören, dessen Tag sie verfolgen. Und davon habe ich mir zwei plakative, sehr provokative Beispiele hergenommen und gesagt, sind die noch Feminismus? Kann man das noch Feminismus nennen? Und das mache ich zu dem großen Thema des Abends und werde die zwei populären Damen vorstellen. Und dann wird entschieden quasi per Debatte, ist das noch Feminismus? Kann man das noch Feminismus nennen? Das Jugendzentrum ist in den vergangenen Jahren zu einer immer wichtiger werdenden Institution der Begegnung und des gesellschaftlichen Austauschs für Jugendliche geworden. Das Jugendzentrum kann man generell nur loben. Also sie haben von Montag bis Freitag jeden Tag offen. Sie betreuen und begleiten Jugendliche, wenn sie Fragen haben, Anliegen haben, und sind einfach immer für sie da, egal ob Mädchen oder Jungen. Und cool war natürlich auch, dass da bei der Fenstergestaltung nicht nur Mädels dabei waren, sondern auch sich Burschen beteiligt haben, weil es ist nicht nur die Mädels wichtig, dass die Mädels gut geht, sondern auch manche Jungen. Valentin ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur das spielerische Moment im Vordergrund steht, sondern dass auch in die Tiefe gegangen wird, wie beim Thema Diversität. Ich schaue in die Geschichte. Geh in die Antike, geh nach Rom und hole mir da auch noch Begriffe und erkläre es. Zum Beispiel, es gibt auch sehr viele Heldensagen oder zum Beispiel, jeder kennt die großen griechischen Götter. Zum Beispiel Hermes, der Götterbote, hat sehr viele homosexuelle Beziehungen gehabt in den Sagen. Und da gehe ich halt hin, schau, wo in der Geschichte gibt es das und hole mir dann Sachen her, um auch zu zeigen, ja,
Jetzt ist einfach die Zeit, Toleranz zu schaffen. Toleranz und Gleichberechtigung sind zwei Begriffe, die neben den weiteren großen Herausforderungen der Gegenwart unsere Gesellschaft weiter begleiten werden. Ich finde, zum Thema Gleichberechtigung kann man nicht früh genug anfangen. Das fängt bei Fragen an zu, gibt es eigentlich Mädchenfarben und darf ein Bursche ein rosa Leiberl anziehen oder nicht? Geht weiter über verschiedene Berufswahlen. Was ist ein Frauenberuf, was ist ein Männerberuf? Ja, zum Thema berufliche Gleichstellung und Gleichberechtigung möchte ich auch herausheben, dass wir in Fronleiten ja da eine tolle Aufteilung auch im Gemeinderat haben, weil von 9 Ausschüssen sind 5 in Frauenhand sozusagen. Gleichberechtigung und Toleranz wird im Jugendzentrum Fronleiten gelebt, das auch künftig die brennenden Themen anpacken, aber auch das gesellschaftliche Miteinander weiterhin pflegen wird. Wir bleiben beim Thema Jugend, meine Damen und Herren, werden nur noch etwas jünger. Im Vorjahr wurde ja das Kinderparlament ins Leben gerufen und heuer hat dieses das erste Mal im Rathaussaal getagt. In Fronleiten haben wir ein Kinderparlament. Hier haben die Kinder das Sagen. Und genauso ist es. Das im Vorjahr vom Jugend- und Sportausschuss der Stadtgemeinde Fronleiten initiierte Kinderparlament hat seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt wird von der Kinderlobby Graz sowie von Gemeinsam stark für Kinder begleitet und durchgeführt. Die Gemeindepolitik, angefangen von Bürgermeister Johannes Wagner, ist dabei Zuhörer, wie uns Fabian erklärt. Das ist so eine Art Parlament für Kinder, wo die Kinder etwas bestimmen oder auch vorschlagen können, dass das die Gemeinde dann vielleicht umsetzt. Romano Rossecker, Projektleiterin vom Kinderbüro, hat gemeinsam mit den Kindern in den vergangenen Monaten in Workshops die wesentlichen Punkte, die von den Kindern erarbeitet wurden, zusammengefasst. So gibt es auch zahlreiche Plätze in Fronleiten, die von den Kindern gerne besucht werden. Also mir gefällt so beim Volkshauspark der Spielplatz und die Seilbahn. Also meistens bin ich eigentlich am Spielplatz, der am Markt ist. Ja, ich turne gerne auf den Geräten herum. Und im Winter bin ich auch oft am Eislaufplatz in Fronleiten. Natürlich gibt es auch zahlreiche Wünsche an die Gemeindevertreter, die abgewogen und auf mögliches Umsetzungspotenzial geprüft werden müssen. Die Kreativität und die Ideen sind vielseitig. Jetzt werden wir zum Beispiel bald einmal eine Spielplatz-Umgehung machen, wo wir unsere Ideen für Spielplätze einbringen, weil ein paar vielleicht schon ein bisschen heruntergekommen sind. Und mir ist es auch wichtig, dass wir halt auch ein bisschen mitreden dürfen mit Fronleiten. Also ich würde gern, wie gesagt schon, dass ich hätte gern beim Frohwaldweg eine Murmelbahn. Ich hätte gesagt, dass wir einen Kletterpark mal bauen könnten, weil das ja, weil manche Kinder vielleicht auch kein Klettern tun wie ich. Und dass wir halt auch was anderes auch bauen könnten, für Größere. Also nicht immer nur für Kleine, auch was für Größere. Zum Beispiel ist der Skaterpark wieder besser, also einfach erneuert wird. Oder dass wir ein Kino in Fronleiten haben. Ich hätte gerne eine Kletterhalle oder einen Kletterpark, weil ich sehr gerne kletter. Die intensive Auseinandersetzung der Kinder mit ihren Wünschen begeistert alle. So werden in den kommenden Wochen weitere Treffen stattfinden und dabei wird auch Konkretes erarbeitet, ganz im Sinne einer Stadt für alle Generationen. Nun wechseln wir vom Kinderparlament in das Thema Gastronomie und da hat es einen Ortswechsel gegeben. Das Schraudinger Kebab ist mittlerweile nahe ans Zentrum herangerückt. Übersiedelt ist das Schraudinger Kebab Anfang März in die Josef-Ortis-Straße 4. Süleyman Önder und sein Team hoffen mit dem Standortwechsel auf weiteren Schwung fürs Geschäft. Das Zustellservice ist durch die nun leichtere Erreichbarkeit weggefallen. Ja, wir haben dann unsere Standkunden gedacht, dass mein Standort noch besser wird.
weil Fischrauding braucht man immer Auto hin und zurück. Und jetzt, wir haben dann im neuen Standort haben wir genug Kundschaft für die ältere Personen, für die Kinder, die können ja einfach zu Fuß auch vorbeischauen können. Aber Fischrauding, das war unmöglich leider. Auf den Grund, wir haben dann Standort gewechselt. Tatsächlich haben die Freunde und Genießer von Kebab und Co. eine große Auswahl. Bei mir gibt es dann Kebab-Sorten, Kebab-Dürüm und Kebab-Teller und Pizza, Pizzastangerl und Kleinigkeitenbeilagen. So ist es neben dem immer bestens aufgelegten Team die Qualität, die auch viele dazu veranlasst, das Angebot anzunehmen. So gibt es schon richtige Fans, die auch öfter in der Woche auf einen Döner vorbeikommen. Ich mache mit Liebe und vielstäglich. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, entführen wir Sie in sportliche Gefilde und zwar in den Sport- und Freizeitpark, wo Anfang März der 10. von Leitner Crosslauf stattgefunden hat. Damit verabschiede ich mich, sage danke, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal auf von Leitner Skyline. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Von Leiten hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Lauftreff gemausert, auch dank der Arbeit aktiver Vereine und Organisationen. So hat das Tree Run Team Anfang März mit dem 10. von Leitner Crosslauf ein kleines Jubiläum gefeiert. Im Zuge dieser Veranstaltung wurden auch die steirischen Meisterschaften und das Finale zum Crosslauf Cup ausgetragen. Ja, also als Stadtgemeinde von Leiten kann man nur stolz sein, dass nach der langen Zeit der Pandemie wieder so ein tolles, erfolgreiches Crosslauf-Event in von Leiten stattgefunden hat mit knapp 200 Teilnehmern und es ist ein Zeichen nach außen hin, dass wir hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehren können. Exakt waren es 162 Starterinnen zwischen 5 und 85 Jahren, die in 7 verschiedenen Kategorien um Medaillen kämpften und dank des Tree-Run-Teams auch perfekte Bedingungen vorfanden. Ich bin vor allem stolz auf mein ganzes Team, ohne dass das nie möglich gewesen wäre, die da wirklich die letzten 2 Wochen und besonders die letzten 2 Tage wirklich viel Freizeit geopfert haben und wirklich viel mitgeholfen haben, damit wir den Bewerb und das Event auf die Füße stellen können. Und ich glaube, die Sportler haben einen schönen Tag bei uns da in von Leiten gehabt. Auch wenn der Sport die eigenen Leistungsgrenzen austestet, ist Laufen in all seinen Facetten in. Der Triathlon darüber hinaus ist auch eine besondere Herausforderung. Aber ich muss einmal ganz ehrlich sagen, ich bin so richtig stolz aufs ganze Team. Wir sind zwar kein großer Verein, wo wir natürlich hoffen, dass wir vielleicht ein paar Leute mehr kriegen, die was Ausdauersport begeistert sind. Von 5 Kilometer bis Ultra-Triathlon, bis Ultralauf, von Kurzdistanzschwimmen bis Langdistanzschwimmen. Also wir sind für alles bereit. Bitte meldet euch bei uns unter www.triran-team von Leiten oder auf Facebook. Erfolge konnten auch zahlreiche von Leitner erlaufen, mit einer silbernen in der Mannschaft U12, ebenso in der Mannschaft U14 und einer goldenen in der U18 im Einzel. Die Erfolge und die Top-Veranstaltung waren allemal Grund zum Jubeln. Für alle.